Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Space Engineers, unseren kleinen Bastelsimulator hier im Weltraum, wo wir wie die Weltmeister Metallgitter verbringen. Ja, wie die Weltmeister. Warum, weshalb, wieso? Ganz einfach, wir bauen einen Sarkophag, einen sogenannten. Dieser Sarkophag, der soll im Endeffekt dann einmal über die Basis geschoben werden. Weil wir spielen hier den Modus Never Surrender, niemals aufgeben. Und in diesem Modus ist es so, da gibt es ja dort die Space Base in 100 Kilometer Entfernung. Und wenn man an dieser Space Base ist und die... Warte, lass mich lügen. Ich glaube, die Energieversorgung aktiviert, dann beginnen Drohnen Angriffswellen zu fliegen. Und diese Angriffswellen gilt es abzuwehren. Und die Basis vor der Zerstörung zu bewahren. Wenn man 1000 Drohnen vernichtet, ich glaube, das ist das oberste Ziel, was man momentan bei den Erfolgen haben kann, gibt es denn dementsprechenden Info... 1, 2, 3. Den jeweiligen Erfolg. So. Und ja, zuerst waren 100 Wellen angesetzt. Aber mit dem Warfare 2 Update gab es wohl... einen weiteren Erfolg für 1000 Drohnen. Das ist unser Ziel. Wir wollen 1000 Drohnen vernichten. Bedeutet, wir werden hier aus schwerer Panzerung einen Sarkophag bauen, den wir über diese Basis stülpen. Dieser Sarkophag ist außen besetzt mit Gatling-Kanonen ohne Ende. Es werden ein paar Raketenwerfer werden mit reingebaut, weil ich die Empfehlung bekommen habe, dies zu machen. Ich dachte, ich hätte was gehört. Deshalb werde ich den einen oder anderen Raketenwerfer dazu bauen und ja, wir werden uns dann natürlich auch im Inneren des Sarkophages befinden und werden von dort aus die ein oder andere Waffe auch steuern, damit wir dann auch so den einen oder anderen Kill halt bekommen, ne? Ich hoffe, das, was ich mache, das hat Hand und Fuß, also das hoffe ich wirklich, weil ansonsten wären ja die letzten x Folgen absolut für die Füße gewesen. Und ja, wir gucken einfach mal, was dann das Event so mit sich bringt, nicht wahr? Ich denke mir halt da einfach, naja, Angriff ist die allerbeste Verteidigung. Deshalb, ja, möglichst viel Feuerkraft, möglichst viel Munition. Und wenn die Drohnen gar keine Chance haben, auf mich zuzukommen, mich anzugreifen, dann wird das ganz gut sein. Da werden wir auch relativ lange standhalten. Das Einzige, was ich dann als Problem eventuell sehe, ist, wenn eine Drohne auf dem Vormarsch ist, diese so zerschossen wird, dass sie deaktiviert ist und im Endeffekt hier reinkracht. Klar könnte ich, so wie es der ein oder andere auch schon mal angemerkt hatte. So, kann ich hier noch was rein? Okay. Könnte ich natürlich... Schweißarbeiten von innen heraus durchführen lassen. Dass ich auf die Innenseite einfach hier in so Dreierabständen, also Kombination Schweißgeräte hinbaue, weil dann werden die Sachen automatisch repariert, sollten die einen Schaden bekommen. Möchte ich persönlich aber nicht. Ich möchte gucken, wie standhaft ist so ein Ding. Wir werden hier noch eine Menge Material reinschieben in das Ding. Weil der Aufbau ist ja so. Also hier drüben haben wir quasi schon mal eine fertige Wand. Die Tanks und die Triebwerke hier, die kommen dann weg. Die werden dann, nachdem wir gelandet sind, werden die entfernt. Dass wir außen wirklich nichts an Angriffsfläche haben, wo man drauf schießen möchte. Hier ist dann schon mal das erste Verteilungssystem. Das geht dann, ich sag mal, zwei oder drei Blöcke vom Innersten. Das wäre der hier nach innen. Und dort werden Blast Doors zusätzlich mit eingebaut, damit halt einfach ein zusätzlicher Schutz da ist für den Innenraum. Und innerhalb dieses Blast Door Raumes wird dann nochmal ein extra Raum gebaut werden, der gesondert geschützt ist durch entweder schwere Panzerung oder Blast Doors. Das ist jetzt wieder mal eine Frage an die Profis. Ich dachte, das wäre geschossen. Eine Frage an die Profis, was hält denn mehr aus? Eine schwere Panzerung aufgrund der... Was mach ich denn?
aufgrund der Metallgitter, die mit verbaut sind, oder eine Blastdoor aufgrund der hohen Anzahl an Stahlplatten, die dort verbaut sind. Weiß nicht, ob es da irgendwie eine Tabelle oder eine Statistik, na doch, eine Statistik müsste man sich selbst machen, indem man sich mit einem Gewehr hinstellt oder mit so einem Sturmgeschütz und dann einfach auf eine Blastdoor schießt, bis er weg ist, und auf eine schwere Panzerung schießt, bis er weg ist. Hat aber bestimmt der ein oder andere von euch schon mal probiert, deshalb, ja, meine Frage an euch da draußen, ne? Man ist ja schließlich nie alleine beim Space Engineers. Es gibt immer Leute, die wissen irgendwas, was du nicht weißt. Und dann würde ich innen drin quasi so die Hauptlagerstätten für Munition dann nochmal aus diesem Material dann schützen. Ja, und das werden dann, denke ich mal, schon so ein paar, wie viele, weiß ich nicht, ich habe gerade mal so mit 8 gerechnet, große Container, die einfach ranzevoll sind mit Munition. Dafür müssen wir natürlich auf der Erde auch erstmal genügend Material ranschaffen an Magnesium aus dem Weltraum hier mit Uran für die Raketen. Und naja, Eisen, das, ja, wenn ich den Planeten komplett abfarmen muss, damit ich genügend Eisen habe, dann mache ich das, da habe ich keinen Schmerz mit. Der Planet juckt mich nicht. Was brauchen wir noch? Ach ja, und ein bisschen Eis. Nicht viel, nur ein bisschen. Aber da können wir hier, ich sag mal, Strom. So einen kleinen Nuklearreaktor können wir dann, oder wir bauen einen großen Nuklearreaktor, sicher ist sicher. Plus Sauerstofferzeugung und Hydrogenerzeugung und eine Belüftungsanlage bauen wir dann im wirklich innersten Kern. Da kommt nur das Zeug rein und dann kommt halt da nochmal eine schützende Hülle außen drum rum. Und dann kann mir dort drinnen in der Theorie eigentlich, ich weiß, das sind jetzt ganz viele Worte, die Sätze sowas von auseinanderhebeln, kaputt machen und im Grunde zerstören, dürfte mir da nichts passieren. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man bei Never Surrender stirbt. Ist es dann vorbei? Aber ich glaube nicht, das wäre ja Humbug. Das ist, glaube ich, erst vorbei, wenn die Basis zerstört ist, wenn ich mich jetzt da nicht vertue, ne? Oh, warte mal, wo ich gerade hier bin, das sind ja 150. Was braucht denn so eine Blastdoor? Okay, ich glaube, damit wäre es, glaube ich, geklärt. Eine schwere Panzerung hat mehr Stahlplatten als eine Blastdoor plus die Metallgitter. Also müsste das um einiges mehr aushalten als eine Blastdoor. Jetzt nur mal so ins in die ewige Schwärze gesagt. So, warte mal, habe ich jetzt hier irgendwie irgendwas? Nee. So, aber es geht doch ganz gut voran, Freunde, würde ich sagen, ne? Wir sind jetzt in der dritten Folge und wir sind mit der Seite sind wir eigentlich schon echt gut weit gekommen. Wir können jetzt dann anfangen, hier Dings zu bauen. Sag schon, wie heißt es hier? Lager. Danke. Ein Lagercontainer. So, top. Eine Metallgitter. So, brauche ich hier noch mehr? Jo, alles klar. Dann geht's wieder los, Metallgitter besorgen. Aber vorher gehen wir auch mal eine Runde tanken. Sicher ist sicher. Hups. Wo bin ich? Ach ja, Freunde, gestern... Flaschen sind noch voll, jawohl. Gestern habe ich ja gestreamt, am Samstag. Und da kam zwischendurch, kam mal wieder in den Werbepausen, in der Werbepause, kam jetzt mal wieder hier Dingsbums, na sag schon, die Schwarze Bergfeste im, ja, was heißt Zeitraffer, da wo ich die Dia-Show gemacht habe,
mit den verschiedenen Baustadien. Und da hatte ich schon echt mal wieder, ja, so ein bisschen Sehnsucht nach der Bergfeste, muss ich sagen. Also, so, warte mal. Da müssen wir jetzt so ein bisschen, oder ist hier jeder ohne, okay, da ist jeder ohne Gitter, alles klar, weiß Bescheid. Alles ohne Gitter hier. Dann habe ich mir gedacht, nee, lass mal. Du hast Hochwellenberg, worum du dich eigentlich kümmern solltest, ne? Und selbst da komme ich zeitlich gesehen eigentlich gar nicht so dazu, dass ich da irgendwas mache. Ich habe jetzt, der Cedric hatte mich mal angesprochen, er müsste mal eine Aufnahme mit mir zusammen machen. Und da habe ich auch gesagt, du Digga, jetzt am Wochenende, da muss ich arbeiten und ich habe keine Ahnung, wie die nächste Zeit aussieht. Ich kann es dir nicht versprechen. Von daher, ja. Schon, wie gesagt, Minecraft ist ein richtig geiles Game, aber Space Engineers an sich auch. Ich muss mal gucken. Irgendwann, also ich hoffe ja inständig, dass 2022 sich jetzt irgendwann mal noch zu einem Jahr entwickelt, das gut ist. Weil so die ersten zwei Wochen hatte es den Anschein, yo, 2022 wird das Jahr. Tja, und dann ging es aber richtig kräftig los, bergab zu gehen, ne? Muss man sagen. Das muss man sagen. Okay, da ist alles. Da ist alles gemacht hier. So. Ene, mene, meine, mo. Wupp dich. So. Warte mal, vielleicht kann man das so machen. Das kann man so machen. Und euch kann man daher. 28.000 mehr kriege ich da nicht rein. Ist ja okay. Passt schon. So, und jetzt die letzten paar hier noch. So, jetzt wäre das schon mal fertig. Klar müssen wir hier nochmal einen draufsetzen, ne? Immer einen drauf hier. So, jetzt die Frage, machen wir das gleich oder machen wir das nachher? Ich würde sagen, das machen wir nachher. Wir werden jetzt erstmal hier gucken, dass wir da ein bisschen Verschachtelung hinkriegen, ne? Weil es soll ja möglichst, auch wenn die erste Mauer mal durchbrochen wird, alles noch mit allem versorgbar sein, ne? Also müssen wir da hier in den Ecken erstmal rumgehen. Da brauchen wir jetzt hier das hier. Und vielleicht auch die Farbe hier. So. Wie mache ich das hier? Ich glaube, das mache ich hier in der Ecke drin. So, und dann ziehen wir jetzt hier erstmal schön Stück für Stück durch. Achso, wie viele hatte ich insgesamt? Ich hatte 740, 750, keine Ahnung. 738 waren es, glaube ich. Dass ich mal so grob schätzen kann, wie viele Rohre eigentlich hier so verbaut sind. Und hier hatten wir ja quasi auf der Ebene da drüben, das hatten wir ja auf der Erde dann auch mit unserem Schweißschiff gemacht. Das nicht mehr existiert, weil es kaputt gegangen ist. Ja, ist so. Kann ich nichts dafür. Indirekt vielleicht schon, aber ich war es nicht. Na gut. Gut. Ich war beteiligt, sagen wir so. Ich bekomme Teilschuld, ne? Möglichst viel Schuld von mir abwälzen. Und im Endeffekt seid eh ihr schuld, weil ihr mir hier so einen Stress macht, Freunde. Ich kann unter diesem Druck nicht arbeiten. So, warte, dann ziehen wir hier gleich die nächsten. Ja, das Basteln, das ist lustig. Ja, das Basteln, das ist schön. La 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 di da. Upsi, da da da. Lass ich jetzt hängen, müssen da eh irgendwas hinbauen.
So, und auf die unterste Ebene müssen wir ja dann auch noch. Ja, so ein Sarkophag, also das dauert schon noch, Freunde. Das ist echt... Also das ist kein eben mal schnell gebaut hier. Und jetzt könnt ihr euch ja mal vielleicht so ein ganz grobes bisschen ausmalen. Warte mal, sollte ich vielleicht hier in den Ecken... Sollte ich vielleicht auch noch zusätzlich mit reinmachen, ne? Sicher ist ja bekanntlich auch sicher. So, aber dann warte, dann mache ich so. Und so, weil dann hole ich die zwei, hole ich schon mal her. Hilfe! So, die war ja hier drin. So. Und so. Top. Jetzt zack. Oh, ups. So, jetzt kriegen die hier ihre Querverbindung. Und dann machen wir das, denke ich mal, auch wie das letzte Mal. Wir machen einfach hier unser Inventar voll mit Motoren, mit kleinen Rohren, Herstellungskomponenten, also komponentenmäßig, dass wir das dann einfach einmal durchgehen. Ach ja, die Erde. Der wird bald schon ein sehr großes Stück fehlen. Habe ich ja neulich Don't Look Up gesehen, ne? Also hatte ich vor, weiß nicht, ein paar Folgen hatte ich das schon mal gesagt. Würde mich mal interessieren, ob den jetzt einer von euch auch geguckt hat, nachdem ich das mal erwähnt habe. Falls ihr den geguckt habt, sagt mir mal, was ihr von dem Film haltet. Also jetzt nicht nur, ist kacke, sondern was ihr über den vermittelten, über die vermittelte Satire denkt. Obwohl, kann man das als... Ja doch, ich glaube, das kann man schon als Satire sehen. Wenn ich, dass sich wieder irgendeiner auf den Schlips getreten fühlt und sagt, das ist doch keine Satire. Ja, weiß nicht. Finde ich schon. So, wie haben wir das da? Da sind wir einfach runter und rüber. Gut, 3. Machen wir so. Warte. Das ist auf der Oberseite geblieben. Okay, okay, okay. 3 Stück. Okay, warte, dann machen wir das so. Dann stoßen wir uns nicht in meinen Kopf. Jetzt schon wieder? Ich mach doch gar nichts. Okay, warte, das ist doch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Nee, nee. Habe ich jetzt da hinten? Muss ich dann gleich mal gucken. Nee, macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja die unterste Schicht. Wollte gerade sagen, habe ich da unten nochmal schwere Panzer mit rein. Aber wie gesagt, unterste Schicht. Ich glaube kaum, dass die dann, wenn diese Basis auf einem Asteroiden ist, dass die da mit Fahrzeugen vorbeikommen. Fand ich ja in diesem Szenario. Also, wer von euch hat das Space Engineers Szenario gespielt? Also jetzt nicht diese Runterladbahn, sondern das Learn to Play quasi. Da gibt es ja auch Szenarios mit. Fand ich mit den Fahrzeugen, fand ich persönlich sehr geil. Muss ich sagen. Muss ich sagen, fand ich geil. So, dann gehen wir halt mal schnell tanken. So. Hey. Hey dir. Hey dir. Wie heißt er? Freydir. Nee, hey dir. Hey, hey. Doch, hey dir heißt sie. Ja, nicht schon wieder was ihr so, ne? Oh, warte. Da brauche ich mal kurz das Matt.
Ach da. Wollte gerade sagen, ich bin so doof, mein Schiff wiederzufinden. Ich habe mein Schiff verloren. So. Jetzt, den hier muss ich ja irgendwie damit anbinden. Ich meine, hier habe ich trotzdem noch dicht gemacht, ne? Mache ich hier, glaube ich, nicht. Hier mache ich es anders. So, machen wir das hier einfach. So. Habt ihr bei Hilly eigentlich gesehen gehabt? Der Hilly? Der hat ja den Elysion zu Gast gehabt. Und da haben sie das Drei-Elben-Land vorgestellt. Na, wer von euch war mit dabei? Also das Drei-Elben-Land kann ich nur empfehlen. Also abgesehen davon, dass ich auch selber im Drei-Elben-Land bin. Ist das echt eine schöne Welt von den Leuten, die dort spielen. Und die Leute, die dort sind, sind auch ganz okay. Ja, sind ganz okay. Nee, also... Ich mag die. Ich glaube, es ist kackegal, welche Taste ich hier drücke. Ich erwische immer die falsche. Nee, jetzt nicht mehr. Solange zumindest ich in dieselbe Position gucke. Jetzt wird aber... Doch, jetzt passt er auch. Okay. Nein. Was das jetzt wieder kosten wird, ist eine Kostenfrage. Achso, wie habe ich das hier gemacht? Okay, warte, dann machen wir hier... Duale Versorgung. Ach stimmt, das muss ja sowieso dann hier noch unten durchgezogen werden. Habe ich ja wegignoriert, habe ich das ja. Okay. Ja, logistisch gesehen passiert hier einiges, ne? In dem Sarkophag. Weil da muss ja quasi auch der allerletzte Munitionsturm muss ja dann über dieses ganze Transportsystem Munition bekommen. Was ich auch sagen muss, damals, als diese Förderbänder hier, als ich die verbaut habe, ich glaube, das war sogar in... War es in der ersten Folge, die ich 2013 rausgebracht habe oder später? Kann ich nicht genau sagen. Es hieß damals, diese Röhren hier bekommen Sichtfenster, wo man dann das einzelne Material, wenn man jetzt zum Beispiel einen Container hat, der voll ist mit Erz, der angeschlossen ist an eine Raffinerie und wenn die sich dann immer das Material zieht, sieht man das dann durch die Röhre wandern. Haben sie bis heute nicht gemacht und ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass sie das nicht gemacht haben. Das frisst, denke ich mal, richtig Performance, wenn das hier angezeigt werden muss, wo welches Material gerade wie unterwegs ist. Außerdem wäre es dann auch nicht mehr instant da. Ne? Muss man auch mit beachten. Dann hätte das ja auch zur Folge, dass ein zeitlicher Faktor die Effektivität von allem beeinflussen würde. Weil überlegst du dir fünfmal, ob du... Upsi. Ob du deine Raffinerie jetzt dann 2 Kilometer unterirdisch baust, sag ich mal. Wo dann das Material von der Oberfläche nach unten gebracht werden muss und ewig dauert, bis es verarbeitet, dort ankommt zur Verarbeitung. Oder ob du direkt daneben, neben deinem Container, über eine solche kleine Röhre die Raffinerie speist. Nur so als Gedanke. Und da irgendwie einfach nur was reinzumachen, dass da irgendwas lang fliegt, ist auch doof. Möchte ich auch nicht. So, wie habe ich denn das mit den Batterien gemacht? Die habe ich dazwischen oben drauf gesetzt. Ah, jetzt ja. Okay.
Das heißt, wir müssten dort wahrscheinlich eventuell unter Umständen doch dann ein klein wenig und so, ne? Naja. Naja, naja, naja. So, ich fange jetzt erstmal an und verbringe hier ein klein wenig Panzerung. So, zumindest so viel, wie ich noch habe. Geht ja relativ zügig, Freunde. Keine Tränen vergießen. So, tanken wir nochmal schnell. Zeit sieht gut aus. Werde ich auf jeden Fall noch machen. Und dann lasse ich, glaube ich, das erstmal. Das ist auch total falsch. Lasse ich das, glaube ich, erst einmal rendern. Habe ich nur noch 600? Okay, halt, stopp. Kommando kurzerhand zurück. Dann brauchen wir jetzt hier nochmal. Nicht die Förderverteilungsweiche, sondern einen großen Frachtcontainer. Den ich einfach hier drauf setze. So, wo ich dann das Material noch mit reinbaue, schiebe. Bauen wir dort was zum Anstöpseln hin? Würde Sinn machen, nicht wahr? Dass man sagt, alles klar, wir gehen jetzt ein Stück raus und bauen dann hier einen Stöpsel hin. So, ich glaube, 7 sollte genügen. Und ein Stöpsel. Auswurfverbinder. Weil. Was? Weg. Weil dann können wir uns nämlich da anstöpseln. Und fix alles leer machen. Obwohl. Ah ne, der ist noch nicht angeschlossen. Ich hatte gerade Angst, dass mir die. Na, sag schon. Die Sauerstoffgeneratoren, so heißen sie, vielen Dank. Dass mir die eben mal fix mein Raumschiff dann leer ziehen. Und ich ein Problemchen hätte. Aber so ist es nicht. So. Das haben wir. Das heißt, wir können dann das Material, das restliche Material noch hier lassen. So. Da haben wir noch. Ich gehe jetzt einfach mal hier. Noch fix alles weitere durch. Ich weiß gar nicht, habe ich Motoren mitgenommen? Das sind jetzt also Fragen, die wichtig wären. Oh, da ist schon. Oh, okay. Also interne brauchen wir definitiv Panzerung. Ja. Gut, dann gehe ich halt hier mit den Herstellungskomponenten durch. Alter Vater, das, ja. Da habe ich jetzt auch wirklich gar nicht dran gedacht, ne? Oh mein Gott, passiert. Wir haben es jetzt zum Glück nicht so weit. Und wenn wir unten sind, dann machen wir vielleicht das nächste Mal auch wieder ein bisschen, keine Ahnung, mal ein bisschen Materialfarmen oder so. Könnte man machen, vielleicht mal wieder ein bisschen Magnesium besorgen, weißt du, für Munition. Damit wir auch wirklich, wirklich, wirklich mehr als genug Munition haben. So, wie mache ich es weiter? Ich glaube, ich fliege einfach mal hier so lang. Ach ja. Naja, dann haben wir doch heute zumindest mal wieder, also zumindest in der Folge, einiges geschafft, würde ich behaupten.
In der nächsten Folge schmeißen wir, denke ich mal, noch kurz das Zeug, was noch über ist, in den Container und machen uns dann auf. Hui! Auf und davon quasi. Wieder Richtung Erde. So, hier geht's weiter, oder? Ja. So, naja, das Schweißen, das dauert halt, meine Güte. Alles halb so wild. Gut, dann, ja, Freunde, würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Beisein, fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir dann wieder in Richtung Heimat auf der Erde düsen. Upsi, hallo. Ja, und da werden wir uns dann ein wenig damit beschäftigen, Material heranzuschaffen, wie schon gesagt. Gut. Aber jetzt wünsche ich euch was. Macht es gut und tschüssikowski.